Warum haben Sie denn die Martin geschrieben nach Ihrer Road Novel Töchter? Ein Buch mit einer völlig anderen Thematik, würde ich sagen. Ja, guten Abend. Es war so ein bisschen das Leben quasi, was das vorgegeben hat. Also zum einen dachte ich auch nach Töchter, gab es so eine Erwartung auch vom Verlag oder wenn der Verlag auch immer sagt, es erwartet jetzt das Publikum, Töchter 2 oder Töchter und Mütter oder Söhne. Brüder. Sowas in der Art. Ich glaube, alle wollten das gerne und dann bin ich auch so ein bisschen bockig manchmal. Sondern nee, das mache ich jetzt schon mal gar nicht, das alle wollen. Und was das Entscheidende war, war dann ein Aufenthalt in Istanbul. Das war ein Stipendium, wo ich war 4 Monate in der Kulturakademie Tarabya. Das ist die Sommerresidenz des deutschen Botschafters auch. Und ich lebte dort und dachte eben vorher schon, eigentlich würde ich gerne einen Roman schreiben, der schon politischer ist, der auch im Gegensatz zu Töchtern eine Hauptfigur hat, die sich gar nicht mit sich selbst beschäftigt. Also die Hauptfigur von Töchter, das sind zwei Freundinnen, und die Hauptfigur ist eine Schriftstellerin. Natürlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber es sind eben zwei Frauen um die 40, die sehr viel über sich selbst nachdenken und sehr viel über sich selbst sprechen. Und ich dachte, die nächste Figur wird eine, die dafür gar keine Zeit hat. Also die wirklich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist und eben nicht mit sich selbst. Und das war sogar als Idee. Und dann kamen diese 4 Monate in Istanbul. Und dass das möglicherweise ein Buch werden könnte, habe ich dann eigentlich auch erst gemerkt, als ich dann wieder abgereist war. Also so typisch für mich. Ich bin monatelang irgendwo und dann bin ich da weg und denke, ach, eigentlich war das ja das Thema. Eigentlich saß ich ja mittendrin. Und so hat sich das, also das war so der Keim quasi für diesen Roman. Sie haben ja einen eher ungewöhnlichen Weg in die Literatur gefunden. Beginnen wir es mal biografisch. Wie kam sie eigentlich überhaupt zum Schreiben? Also ein bisschen klassisch in dem Sinne, dass ich schon mit 13 Gedichte geschrieben habe. Also so ganz viel Vollmond und Liebeskummer und so, das habe ich in meiner Jugend so gemacht. Und ich habe dann aber auch wieder aufgehört, also weil andere Sachen drängender waren. Also ich habe ja auch in dem Sinne nicht den klassischen Weg jetzt biografisch gemacht, weil ich bin sehr früh ausgezogen, ich bin von der Schule geflogen, all das. Und dann habe ich halt sehr viel gearbeitet und hatte irgendwann so mit Mitte, Ende 20, wo ich mich fragte, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Und da kam dieser ja fast Kindheitstraum wieder, also zu schreiben, Schriftstellerin zu sein. Oder auch was mit Literatur zu machen. Und das war dann aber, der Zugang war relativ schwierig, da ich eben auch kein Abitur hatte, konnte ich also nicht studieren. Und diese ganzen, also wie ich eigentlich früher mal dachte, so ich studiere Germanistik und so geht das alles los, dass dieser Weg war halt ausgeschlossen. Und es blieb im Prinzip nur selbst zu schreiben, selbst zu machen, also nicht über einen Verlag da reinzugehen oder so. Und das war dann schon ein bisschen so ein Wagnis und ich habe am Anfang gedacht, vielleicht ist es dann, weil ich habe sehr lange beim Film gearbeitet auch, also nicht in einer kreativen Position, sondern wirklich so angestellt. Continuity war Ihre Spezialität. Ja, Script Girl, Continuity, so, also auch interessant, aber wirklich nicht kreativ. Also das Moment, das weiß ich ja noch nicht so. Ich kenne viele Regisseure und deren die Kreativität auch absprechen. Aber jetzt ernsthaft, was macht man denn da, Script Girl und Continuity? Script Girl ist, kennt man auch vielleicht von so Filmen von früher oder von so Fotos, das ist immer so die Frau, die eigentlich mit so einer großen Brille und so einer Stoppuhr um den Hals dasteht und die stoppt also den Materialverbrauch und macht so Berichte für den Schneideraum und fürs Produktionsbüro, wie viele Minuten haben wir gedreht, wie viel Material, wie lange haben die Leute gearbeitet und so. Das ist so reine Bürokratie eigentlich. Und dann schreibt man so Berichte, Tagesberichte. Und der Continuity-Bereich, da achtet man auf die Anschlüsse, nennt man das. Und das ist eben alles, also damit man es hinterher schneiden kann. Das heißt, die Bewegungen müssen immer die gleichen sein. Also man dreht ja eine Einstellung in der Regel erstmal in einer totalen, da sind dann
alle im Bild, also so ein Abendessen zum Beispiel. Ne? Da sind halt 6 Leute an einem Tisch im Bild. Das dreht man immer total und dann dreht man nochmal so 2er und dann dreht man nochmal einzeln. Und die Schauspieler müssen aber immer wieder genau das Gleiche machen. Weil ansonsten kann man es ja nicht schneiden. Also wenn das Glas halt mal voll ist und mal leer und sich mal nach links... Kommt in den besten Filmen vor. Das ist halt so ein Beruf, den man leider nur defekt und dann auch, wenn man was falsch gemacht hat. Also wenn man alles richtig gemacht hat, dann bemerkt ihn niemand. Und das ist schon... Also das Kurzzeitgedächtnis beult sich so aus. Also hatte ich zumindest das Gefühl, es ist sehr, sehr anstrengend auf eine Art. Also man sich halt wirklich alles merken muss. Und ich weiß noch, es war auch einmal so ein Essen wurde dann gedreht, den ganzen Tag. Und ich war mir auch total sicher, dann schwingt man ja manchmal auch so rein in so eine Szene. Es ist ja nicht so, dass man die immer wieder von Anfang dreht, sondern sagt man, wir steigen jetzt hier bei dem Satz nochmal ein. Versus wie, was war noch auf dem Teller, was war noch im Glas. Und ich war mir also bei dem Schauspieler absolut sicher, er hatte gerade das Brot gegriffen und kaute und sagte dann was. Und er sagte, ja, aber auf welcher Seite hatte ich das Brot? Also in der das schärft aber unglaublich so eine Beobachtungsgabe oder sonst. Das ist halt so ein Training, wirklich Bewegungen, Verhaltensweisen von Menschen dann ja auch, nicht nur von Schauspielern, genau abzuspeichern. Das finde ich jetzt einen sehr interessanten Punkt. Ist Schreiben eine Beobachtung, ein Training seiner Beobachtungsfähigkeit? Ja, würde ich schon sagen. Also das ist auch das, was ich am liebsten tue, irgendwo in irgendeiner Ecke rumsitzen, alles beobachten, Notizen machen, aufschreiben. Und das ist so ein, man erkennt ja auch unglaublich viel, man versteht unglaublich viel, wenn man einfach mal sich selber so komplett zurücknimmt und einfach nur zuschaut, wie Menschen sich verhalten. Und auch diese, man erkennt irgendwann natürlich so Unsicherheiten, man erkennt, wie sie versuchen, sich zu schützen, wie sie sich in Szene setzen. Und das finde ich eigentlich am spannendsten. Also dieses einfach nur zu schauen, zuzuhören auch, das sind, glaube ich, Sachen, die man so als Schriftstellerin beherrschen sollte. Also deswegen kann ich zum Beispiel auch überhaupt nicht schreiben, wenn ich auf Lesereise bin. Weil es ist ein ganz anderer Modus, ja. Ich würde wahnsinnig gerne da hinten in der Ecke sitzen, aber ich muss halt hier sitzen. Und kann sie jetzt nicht so gut beobachten, weil es ist dann hell und so. Und es wäre auch sehr unhöflich, wenn ich jetzt anfangen würde, mir hier Notizen über das Publikum zu machen. Aber das ist ein anderer, tatsächlich so ein bisschen, das klingt so esoterisch, aber so ein bisschen so ein anderer Daseinszustand dann, in dem ich, also wenn ich, ja, jetzt seit März dann ja schon so diese Lesung mache, dann ist mit Schreiben echt schwierig. Sie hatten im Vorgespräch gesagt, dass Sie das im Grunde als den Abschluss Ihre Lesereise heute Abend betrachten, die letzte Lesung in diesem Jahr, die letzte Lesung aus Die Diplomatin. Naja, es wird schon im nächsten Jahr noch ein paar geben. Ich war ja sehr verwundert, als ich den Beruf des Literaturkritikers ergriffen habe, dachte ich, ein Literaturkritiker ist jemand, der vor einem flackernden Kamin sitzt, der einen Hund auf dem Schoß oder neben sich hat, der gelegentlich umblättert, mal Bleistiftnotiz an den Rand schreibt und ansonsten eine relativ geostationäre Tätigkeit ausübt. Klimabilanz hervorragend. Dem ist aber nicht so. Ich bin 180 Tage im Jahr schätzungsweise unterwegs und dies ist Ihre 50. Lesung, glaube ich, aus diesem Buch. Ja, so in etwa, ja. Also mit anderen Worten, Sie führen auch ein Leben wie aus dem wandernden Reichstag des deutschen Literaturbetriebs. Schön gesagt. Ja, nee, es ist schon, ja, ist eigentlich, also ich wohne im Zug, jetzt auch, also was man da alles hat, ne, diesen Goldstatus und Freifahrten und Genussgutscheine, das ist immer so Art Schmerzensgeld der Deutschen Bahn, das man unbedingt. Nur unterwegs und deswegen mache ich das dann eigentlich auch immer so, ich sage mal, dann ist auch, muss auch Schluss sein, dann lese ich nicht mehr, weil dann ziehe ich mich wieder zurück zum Schreiben.
und reise nicht mehr, bewege mich, also reise vielleicht für Recherche oder so, aber möchte mich dann eigentlich nicht mehr bewegen, möchte an einem Ort sein und so dieses Versenken, aber ich habe mir das auch, klar habe ich mir Schriftstellerei oder Schriftstellerin sein auch wirklich anders vorgestellt. Und wenn reisen, dachte ich, das sei ein bisschen mondäner. Also nicht mit so Regionalzügen, zweite Klasse. also Zimmer zu wohnen, so im Erdgeschoss. Das kommt ja auch dazu, dass man manchmal auch so denkt, so, naja, okay. So, also ich weiß, es gibt ja auch so wirklich so Hotels, wo man so einchecken und total zusammenzuckt. Also neulich war ich irgendwo, die sagten dann, mein Frühstück gibt es bis 7.30 Uhr. Hatten Sie jemals die Ambition, Diplomatin zu werden? Nee, eigentlich nicht. Also es ging mir auch so, dass ich... ich hätte auch den Aufnahmetest wohl nicht bestanden. Aber es ist auch, also als ich dann später mal, also ich glaube so vor 10 Jahren, lernte ich die ersten Diplomaten kennen. Also dieses Reisen als Schriftstellerin hat ja auch Vorteile, man kommt ja auch teilweise in tolle Länder. Ich war in Japan und freundete mich dort so an mit dem Generalkonsul und seiner Frau. Und da lernte ich irgendwie, was die eigentlich machen, und es war so ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich bekam auf eine Art Respekt vor diesem Beruf, nachdem ich halt vorher, ich habe auch schon immer gerne Diplomatenromane gelesen und auch so, also auch so ja, so Diplomatenfilme, Agentenfilme und so, oder so diese politischen Thriller, das fand ich immer ganz, ganz toll, und viel, aber speziell natürlich bei den Büchern auch, also erstens sind es immer Männer, das ist ja klar, und die stehen aber so in so ja, subtropischen Paradiesen rum, gehen golfen, trinken mittags schon den ersten Cocktail. Und das sind alles so ein bisschen verkappte Alkoholiker-Romane. Und man sieht die nie arbeiten. Und dann habe ich eigentlich würde ich schon gerne auch mal die bei der Arbeit zeigen. Also das war so ein bisschen Intention. Von dem Buch jetzt, das auch mal wirklich, das ist eben nicht dieses Klischee, was ich auch lange Zeit im Kopf hatte, ja, die gehen halt nur zu empfängen und Netzwerken und trinken und irgendwelche Affären oder so, sondern diese harte Arbeit auch mal zu zeigen, dahinter steckt. Wie es mal im Text heißt, also nicht die Wirklichkeit der Diplomaten aller Lächeln, Lügen, Lachs fressen, sondern tatsächlich die Arbeit. Und dafür ist Fred ausgedacht. Jetzt ist Fred, wir haben es kurz gehört, eine Heldin, die sehr gut in die Zeit passt, weil eines ihrer Themen ist natürlich das Thema, das gerade vor wenigen Tagen in Stockholm mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, das Thema von Annie Ernaux, nämlich das Thema Klassismus. Fred kommt aus Verhältnissen, wo man froh war, wenn Raufaser an den Wänden klebte, wie Sie gerade gelesen haben. Ja, das also kommt so ein bisschen immer mit rein in meine Bücher, glaube ich. Und es ist aber auch so, also inzwischen geht das ja. Also es ist schon noch ein paar Generationen zuvor. Oder also dieses Bild, glaube ich, vom Diplomaten ist immer noch so auch irgendwelche Adelsgeschlechter, also so ging es mal los, aus bestimmten Familien zu kommen, von und zu reisen und so. Dass es eben jetzt auch immer mehr, also auch im diplomatischen Dienst natürlich immer mehr Menschen gibt, die diesen Hintergrund nicht haben, die wirklich mit einer anderen Leidenschaft da auch rangehen, denn es geht mehr um das Innere des Berufs geht als um das Äußere, also nicht um die Residenz und um den Fahrer und so, sondern die da wirklich eine andere Ambition haben an diesem Job. Und ich glaube, dass ich das Thema Herkunft immer mit reinnehme, hat natürlich jetzt mit mir selbst zu tun und so, weil ich das alles sehr gut kenne, also weil ich auch glaube ich, diese Aufstiegs, wie soll ich das sagen, also damit einhergeht ja auch manchmal so eine bestimmte Form von sich besonders anstrengen, besonders tough sein, zu glauben, man müsste mehr und härter arbeiten als die anderen. Man muss halt schlauer sein, man muss ehrgeiziger sein, man muss irgendwie da mehr dran setzen.
und eben auch eine gewisse Einsamkeit, die, glaube ich, auch damit zu tun hat. Also es ist ja auch in ihrem Fall nicht nur der Mann, der sie jetzt verlassen hat, das ist, glaube ich, eher so ein Klassiker bei noch erfolgreichen Frauen auch dieser Generation, die auch in den 70ern geboren ist. Ich hoffe und sehe das auch, dass sich das ändert jetzt bei der nachfolgenden Generation. Aber wie, wie fern wird auch die eigene Mutter, die Eltern, also was ist da noch, also diese Mutter, die sich jetzt in dem Fall kaum traut, sie zu besuchen, weil sie immer denkt, sie gehört nicht mehr in ihre Welt, sie ist da irgendwie falsch. Und ja, all das wollte ich eben auch noch mit reinnehmen in dem Buch über die Diplomaten. Und wie ist das in deutschsprachigen Literaturbetrieb? Ich weiß noch, also die Welt des Auswärtigen Amtes, für die ich mich interessierte in der Bundesrepublik, Ende der 70er Jahre, da war es schon ein großer Makel, wenn man nicht Prinz zu sein irgendwie hieß. Wie ist das in der deutschsprachigen Literatur? Gibt es da auch Klassismus? Also ich habe es nicht so erlebt oder nicht so wahrgenommen. Das ist, also ich glaube, dass bestimmte Sachen natürlich einfacher sind, wenn man schon in so Kreisen aufwächst. Also sei es in der Familie irgendwie Schriftsteller gibt oder Lektoren oder überhaupt. Also ich habe ja im Literaturinstitut in Leipzig studiert und habe dort zum ersten Mal quasi lebende Schriftsteller gesehen, getroffen. Also nicht ausgestopft. nicht schon längst vergangene. Ich glaube, es gibt diesen Klassismus im Literaturbetrieb, würde ich jetzt mal sagen, nicht. Es ist nur, wie sehr traut man sich das auch zu, wenn man natürlich auch aus Haushalten kommt, wo gar nicht gelesen worden ist oder wo allenfalls Krimis gelesen worden sind oder Hera Lind oder sowas, ich weiß nicht, ob Sie noch kennen. Ne? Also das ist so, wenn das so die Literatur ist, die zu Hause steht, dann ist natürlich der Weg ungleich weiter zu sagen, ich schreibe jetzt Romane und ich gehe sogar in so eine literarische Richtung. Und was ich halt immer noch merke, ist, ich bin auf eine Art weniger belesen als meine Kollegen. Also weil ich das nicht, eben nicht so mit der, also das stand eben nicht zu Hause, dieses Bücherregal. Ne? Das bin ich so in die Stadtbücherei gegangen und so, aber auch so ein bisschen orientierungslos. Und dann ist ja auch, diese Zeit zu haben, das muss man sich ja auch leisten können. Also wenn man 10 Stunden am Tag arbeitet und auch hart arbeitet, ist man am Abend ja auch so fertig, dass man nicht noch den Klassiker liest. Ne? Und das mag ich schon, dass ich das eigentlich während des Studiums, also das war sehr spät, da war ich fast 30, als ich anfing zu studieren, versucht habe nachzuholen und irgendwann gemerkt habe, ich habe eigentlich keine Chance. Also ich kann dieses Wissen gar nicht mehr anhäufen und ich habe mir dann ein Festival gegründet für junge deutschsprachige Literatur, dachte, das schaffe ich noch, ja. Also das kann ich, ich kann ganz viel nicht nachholen, aber ich kann jetzt einsteigen und mich dann eben mit dem Zeitgemäßen sozusagen auskennen. Warum haben Sie dieses Festival gegründet in Hamburg? Weil ich nach meiner ersten Lesereise, also Lesereise kann man gar nicht sagen, ich habe einen Debütroman geschrieben, der komplett runtergegangen ist, der hat sich dann glaube ich so 800 Mal verkauft. Obwohl der ja einen tollen Titel hat. Durst ist schlimmer als Heimweh. Hat nicht geholfen. und das war, diese Lesungen waren so derart frustrierend. Also es waren schlimme Orte, schlimme Hotels, ganz wenig Publikum nur, unsägliche Moderation leider auch. Also so, ich erinnere mich noch an, ich weiß gar nicht, wo das war. Da moderierte mich eine Frau, die hat erstmal zusammengelesen, also er ist nicht ganz gefloppt, es gab glaube ich 3 Verrisse und die hat sie quasi zitiert. auf jeden Fall habe ich da gedacht, es gibt für gerade für junge deutschsprachige Literatur, für Debütanten,
damals auf jeden Fall, ist auch schon jetzt so 15 Jahre her, wenig Raum, das zu präsentieren, und es ist wenig Liebe dabei. Ja, also so Veranstaltungen, also mein Ziel war, ich möchte junge Autoren und Autorinnen präsentieren an einem Ort, wo die quasi, also weil wir können auch nicht viel Honorar zahlen, stattdessen mit Liebe erschlagen werden. Ja, also als Veranstalterin, dass es denen gut geht, dass die ein gutes Hotel haben, dass die einen tollen Backstage-Raum haben, wo ganz viel zu essen ist und zu trinken, und dass die Technik funktioniert und dass der Raum okay ist und dass man auch als Veranstalterin dafür sorgt, dass da Publikum ist. Weil das ist natürlich, wenn man keinen Namen hat, kommt also niemand. Quasi das Geschäftsmodell des Salzburg. Im Prinzip, ja. Doch, das ist schon, also das hängt unglaublich viel, das habe ich damals auch eigentlich verstanden, an den Veranstaltern. Also das ist gar nicht, ich habe das, glaube ich, eine Zeit lang auch immer so persönlich genommen, ne, wie viele Leute kommen und wie viele nicht. Und ich glaube, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also wenn da sehr wenig sind, ist es nicht meine Schuld. Und wenn da sehr viele sind, ist es eigentlich auch nicht unbedingt mein Verdienst. Sondern einen Raum zu schaffen, in dem sich Autoren wie auch Publikum wohlfühlen. Und dann strahlt es so aus auf die Veranstaltung. Und woher nahmen Sie die Liebe für diese deutschsprachige Gegenwartsliteratur? Was hat die in Ihnen ausgelöst? Das wurde so mein Zuhause auf eine Art. Also ich lernte natürlich auch die ganzen Schriftsteller, Schriftstellerinnen kennen. Also ich bin dann ganz viel ich bin nach Berlin gezogen, habe dann in Leipzig studiert, habe dann ganz viele kennengelernt, und es wurde natürlich so, ja, so ein bisschen die Familie, Menschen, mit denen man viel zu tun hat, dreimal die Woche zu irgendwelchen Lesungen gegangen, und ich glaube auch so miteinander, also sich gegenseitig lesen, miteinander arbeiten, also nicht, dass man jetzt wirklich schon immer die halbfertigen Texte austauscht, das gab es schon auch, aber vor allem die Bücher zu lesen. Und dann merken, okay, wir uns beschäftigen vielleicht ähnliche Dinge, also auch wenn es ganz andere Themen sind in den Romanen, aber wir leben einfach in derselben Zeit und haben einen ähnlichen Zugang dazu. Und dieses sich einerseits mit den Leuten, aber auch in den Büchern so zu Hause zu fühlen, das war für mich ganz neu, weil das war eine neue Welt. Also die Literatur war eine neue Welt, und das ist dann eben nicht so eine, ja, deswegen war es so interessant mit diesen lebenden Schriftstellern. Ne? Also die sind alle da, und wir fangen an, gemeinsam was zu machen. Und das ging ja auch erst, wann ging denn das los überhaupt? Also auch mit Judith Herrmann und Christian Kracht und so, das war ja Anfang der 90er, ne? Oder Ende der 80er. So, dass das überhaupt mal junge deutschsprachige Schriftsteller auf den Plan traten und erfolgreich waren. Und so, das hat, glaube ich, eine wahnsinnige Bewegung ausgelöst. Also es hat ganz vielen Leuten ganz viel Zuversicht gegeben, die dann auch alle anfingen zu schreiben, wo man dachte, ach toll, man kann es machen, ja. Vorher lag ein Mehltau in der deutschsprachigen Literatur namens Heinrich Böll und Christa Wolf. Zurück dazu, war das für Sie so eine Art auch Ersatzfamilie? Ja, das war einfach für mich eine neue Welt, in die ich reingegangen bin. Und auch sehr, ich glaube, auch sehr gut aufgenommen worden bin. Aber es machte so Spaß. Es machte auch so Spaß, was zu veranstalten. Es machte Spaß zu schreiben. Aber es war zum Beispiel auch in Leipzig, war das damals auch ganz toll. Also da habe ich dann studiert. 2002 fing ich da an. Und das war noch eine Stadt, in der alles möglich war. So, also man konnte irgendwo reingehen in irgendein Café oder in einen Laden, eine Galerie. Ich würde hier gerne eine Lesung machen. Und die haben gesagt, toll, dann geht's los. Und das war so ganz anders als Berlin, wo ich da auch lebte, wo alles schon so abgegessen war. Also jetzt kommt hier noch jemand und will wieder was machen und so. Und das war, da waren so diese Anfänge während des Studiums in Leipzig einfach fantastisch. Weil alles neu war und alles interessant war. Ja, es wurde, oder ist immer noch so ein bisschen Ersatzfamilie. Wie ist das, Literatur zu studieren? Also Creative Writing. Ja, das ist ja genau, literarisches Schreiben.
Ich fand es großartig. Es ist jetzt nicht so, man kann sich das, dass ich das nicht so vorstellen, dass einem gesagt wird, wie man schreibt oder so. Es gibt auch viele Vorurteile, dass dann diese Bücher sehr genormt sind oder dass man lernt dort quasi ohne Adjektive zu schreiben oder so. Es gibt ja eine Menge seltsame Vorurteile. Das Tolle ist aber, ich glaube, man kann alles, was man dort lernt, kann man auch woanders lernen. Es dauert nur viel länger. Also dieses Intensive über 3 Jahre dort zu sein, einerseits nichts anderes zu machen, also das war für mich so faszinierend. Ich studierte. Ich hatte ja vorher 10 Jahre, 12 Jahre auch schon voll gearbeitet und hatte plötzlich wahnsinnig viel Zeit. Und habe in der Bibliothek eben gearbeitet. Und dieses Studium besteht aus Werkstätten, so muss man sich das vorstellen. Also für Drama, für Hörspiel, für Prosa, Lyrik. Und man schreibt eigentlich die ganze Zeit und wird immer in so eine Kritiksituation genommen. Wird von den Dozenten eher weniger, die leiten das eher so an, aber von den anderen Studierenden werden diese Texte besprochen und kritisiert. Und das kann hart sein, wobei ich auch immer dachte, wenn die meinen Text nicht verstehen, ne, dann liegt es nicht an denen, sondern dann ist er nicht gut genug geschrieben. Also ich habe das nie auf eine Art dann irgendwie übel genommen oder so. Und das hat auch sehr geholfen, auch heute mit Kritik umzugehen, weil ich lese das schon alles. Ne? Also ich bin ein bisschen krankhaft, glaube ich auch. Ich lese auch so Amazon-Kundenrezensionen und so. Ich denke mal, vielleicht ist da ja aber auch irgendwas dabei, wo ich denke, das stimmt, das ist ein richtiger Punkt, da ist irgendwas vielleicht missverständlich oder so oder nicht gut genug gemacht. Es gibt auch vieles, was ich ignorieren kann, aber ich lese das eher und ich interessiere mich für Kritik, weil ich sie als hilfreich empfinde fürs nächste Projekt. Also nicht, das ist immer so ein bisschen, wenn das Buch da ist, kann man nichts mehr machen. Ne? Dann ist es ja einfach, ja, dann will man auch nicht ausufern jetzt von Freunden oder so hören, was man daran hätte besser machen müssen. Aber ich nehme das schon als Hilfe für das danach. Und das, dieses permanente Verbessern und immer den nächsten Text versuchen, das war eben ein Studium. Also schreiben und scheitern und schreiben und scheitern. Und, so und besser scheitern, ist ja auch unbekannt sein. Jetzt fängt natürlich spätestens jetzt auf, dass Sie wirklich extrem gut recherchiert haben. Sie kennen sich aus im Alltag deutscher Diplomatinnen und Diplomaten. Wie haben Sie das angestellt? Ja, also ich, nach diesen 4 Monaten, die ich eben da war, fing ich an, das zu probieren. Also es war so schon der Gedanke, komme ich da rein, klappt das? Wie stelle ich es überhaupt an? Und ich habe dann als erstes eigentlich so den Leiter der Kulturabteilung in Istanbul im Generalkonsulat gefragt. Ganz naiv, ja. Ich habe gedacht, kann ich da vielleicht mal ein paar Tage sein im Konsulat? Und dachte, ich setze mich eben in die Ecke und beobachte, schreibe alles mit. Und also der war so ganz und gar nicht begeistert. Der fiel eigentlich alles aus dem Gesicht und war so ein bisschen so, lustig. Also, dann schreibt, das hättest du nicht gesagt, diplomatisch eben, dann skizziere mal dein Projekt und was du willst und dann reicht es mal ein in der Zentrale und dann würde ich das unterstützen. Also ein klares Nein quasi. Ne? Und ich habe das dann versucht, über die mir dann eben schon bekannte Ehefrau des damaligen Botschafters. Also so diese Frauenverbindung dann. Ne? Und die war extrem offen und sie war die Erste, die mir dann eben wirklich freien Zugang zur Botschaft in Ankara gegeben hat. Also die Frau, das heißt the woman at the pool. Yes, ja. Genau. Die auch am Anfang, also als ich sagte, ich will einen Roman über eine Botschafterin schreiben, sagte sie, sie können mich alles fragen und so. Ich so, nein, ich meine jetzt schon die Botschafterin, nicht die Frau des Botschafters. Aber das war ein sehr hilfreicher Einstieg. Sie hat mich auch in Kontakt gebracht mit Botschafterinnen, die in Ankara auf Posten waren, also international, also aus Schweden, Irland, Niederlande, Slowakei. Da hat sie so ein Essen gemacht, wo ich die quasi alle kennengelernt habe und dann konnte ich mit denen noch so Einzelgespräche führen danach. Und dadurch, dass ich quasi oben dann irgendwie angefangen hatte, war es auch kein Problem mehr, jetzt ins Generalkonsulat nach Istanbul zu kommen, ohne
mein Projekt sozusagen. Aber das Lustige war, dass ich irgendwann merkte, dass die wirklich Lust haben zu erzählen. Und das war eigentlich das, was mich so überrascht hatte. Also diese ganze Recherche zog sich über 9 Monate in der Fall. Das waren alles Interviews mit Diplomaten, Diplomatinnen und aber auch mit Journalisten, Anwälten, wirklich mit deutschen Staatsangehörigen, die eben Ausweise festsaßen in der Türkei. Also es war sehr, sehr umfassend, das alles. Und ich habe irgendwann auch mal gefragt, ist es denn in Ordnung, dass sie mir so viel erzählen? Und warum tun sie das überhaupt? Also jetzt diese Offenheit natürlich unter der Bedingung, ich zeichne die Gespräche nicht auf, ich nenne keine Namen. Also es ist auch ein Roman, der jetzt eigentlich eine sehr lange Danksagung verdient hätte und hätte haben sollen. Aber die wollten leider alle nicht genannt werden, insofern steht da jetzt gar nichts. Naja, das war so, die Antwort, die ich dann bekam, war, wir sind froh, wenn mal jemand nachfragt und das wirklich auch genau wissen und eben nicht einfach nur als irgendwas erzählt oder sich was ausdenkt, sondern diese tatsächlich diese Fragen nach Fakten auch. Also wie läuft eine Ausreisesperre ab? Was passiert da eigentlich? Was sind die Möglichkeiten der Diplomaten in dem Fall? Was können sie überhaupt tun? Und da war manchmal, also als ich nach und nach irgendwie rausgefunden habe, worum es mir gehen wird in dem Roman, nämlich schon um eine Diplomatin, die so eigentlich den Glauben verliert an ihre Möglichkeiten, da hatte ich wirklich das Gefühl, die Türen flogen so auf und die sagten, na, was wollen Sie trinken, Kaffee, Tee, wie lange haben Sie Zeit? So, und das war erstaunlich für mich zu Beginn, aber natürlich auch irgendwie großartig. Und auch, ich glaube, diese möglicherweise haben sie auch gedacht, ich nenne eben keine Namen, ich schreibe darüber nicht journalistisch, sondern mache da Fiktion raus, dass das so diese Offenheit befördert hat. Ich weiß es nicht genau, aber es war eine sehr, also für mich sehr, sehr intensive Zeit. Also, sehr lange in der Türkei war dann nach diesem Stipendium noch und sehr oft. Und sehr viel gelernt habe. Also ich habe natürlich auch was man dann ja eben auch macht, man liest auch Bücher, man guckt Filme, also irgendwie Dokumentation. Ich habe auch unglaublich viel natürlich über die Geschichte der Türkei und vom Auswärtigen Amt und wahnsinnig viel Zeug gelesen. Also auch meine, wo soll das alles hin? Und dann merkt ihr auch immer, jetzt habe ich ja auch so eine Frau, also so eine Erzählung in der Ich-Perspektive, da kann ich das ganze Wissen ja eh nicht unterbringen. Es wäre dann ja so eine Figur, die immer sagt, was sie alles weiß. Das ist ja wahnsinnig unangenehm irgendwie. Aber es war natürlich für mich gut, das zu wissen. Ja, und mich da irgendwie auszukennen. Und so ein Buch, was mich selber während der Schreibzeit klüger gemacht hat. Und auch demütiger. Also das, weil ich mochte, also nicht nur mochte ich Istanbul sehr als Stadt, also schönste Stadt der Welt, aber ich hatte auch so fantastische kurdische, türkische Menschen kennengelernt, für die ich, also wo ich immer noch wahnsinnig dankbar bin und glaube ich, ja, eben wirklich mit so einer Demut aus diesem Roman selbst rausgegangen.